Na gut. Das möchte ich jetzt sehen. Rittersporn als Puffbesitzer. Oder als Zuhälter? Egal, das will ich trotzdem sehen. Aber ich kann mich gerade echt nicht dran erinnern, dass Rittersporn und Ciri sich jemals getroffen haben. Was zur Hölle? Entschuldigung, ich kann nichts dafür, dass ich so aussehe. So, erstmal Schnellspeicher kann man ja immer machen. Ich weiß gerade gar nicht. Wie weit ist denn das Rosmarin von hier entfernt? Das ist... Boah. Ich ruf mal Plätze. Aber ich überlege gerade. Vermutlich fällt es mir irgendwann hinterher ein, aber Rittersporn und Ciri? Ich weiß das echt nicht. Was zur Hölle? Verdammt. Egal. Na komm her, klopp drauf. Huch. So. Okay. So, komm, wo ist Plätze? Da ist Plätze. So, komm. Ja, ja, du hattest nur so einen einzigen Sprecher. Warum plöppen hier die Wachen so komisch auf? Das gibt's doch nicht. Finsternis. Überall Finsternis um mich herum. Ja, da mach die Augen auf. Haha. Oh Mann, ich bin ja heute die Schlagfertigkeit in Person. Das ist ja echt unglaublich. Ich sollte Let's Player werden. Ha. Ja, okay. So, das Rotlichtmilieu. Ach, das hier ist es ja schon. Impossible. Achso, hier. Ich kann eine Tür von der Wand nicht unterscheiden. Ach, so ein Scheißdreck, es ist verschlossen. Rittersporn! Mach auf. Und lasst euch hier nie wieder blicken, ihr miesen Schnorrer. Wir wollten nur... Ist mir scha... Nächstes Mal reiß ich dir beide Beine ab und ramm sie dir in den Arsch, bis du Zehennägel kotzt. Huch. Es ruckelt, nee, es ruckelt nicht. Das ist die Kamera. Geralt, wie immer genau zur rechten Zeit. Sultan, wie immer mit dem Stiefel in fremden Ärschen. Wer waren diese Männer? Örtliches Gesocks. Ich war nur einen Moment lang weg und schon haben die sich bei uns breit gemacht. Na schön, da ist wohl ein Frühjahrsputz fällig. Ich muss sie alle rauswerfen. Hilfst du mir? Mit Vergnügen. Reißt euch zusammen, Jungs. Wir müssen hier zingeln. So. Ich kann im Moment so überhaupt nichts sehen. Scheiße. Aua. So, wie war denn hier Decken? So mal Decken. Nein! Ah, genau wie in alten Zeiten, was? Ja, als hätten wir Bergen nie verlassen. Deine arme Mutter, dass sie dich geboren hat! Na, komm her, dann zeig dir mal, was dieser Scheißmutant kann. Sonst noch jemand? Gut. Na also, das lief gut. Jetzt können wir uns endlich anständig begrüßen. Ist ja ewig her. Na, Sultan, gut siehst du aus. Bin in letzter Zeit gut in Übung. Mahakama Med kann man jetzt im Krieg natürlich vergessen. Aber redanisches Bier ist auch nicht verkehrt. Aber du siehst mitgenommen aus. Was betrübt dich? Es geht um Ciri. Ich weiß, dass sie in Novigrad war. Oder noch ist. Du meinst, sie ist zurück? Donnerwetter! Ob ich sie überhaupt erkennen würde? Wie lange ist es her? 6 Jahre? 7? Aber was würde sie hier wollen?
Sich verstecken, schätze ich. Sie könnte in Gefahr sein. Hast du von ihr geträumt? Ein paar Mal. Von ihr und der wilden Jagd. Oh, nicht gut. Nein, aber ich weiß, dass sie hier war und mit Rittersporn gesprochen hat. Dann haben wir ein Problemchen. Warum? Wo ist Rittersporn? Ha, das wüsste ich auch gern. Vielleicht könnte er mir erklären, was zur Hölle hier los war. Ich bin gerade zurückgekommen, wie du gesehen hast. Hab mich auf einen Schweinebraten und ein kaltes Bier gefreut. Und was erwartet mich? Ein Saustall! Rittersporn weg, die Taverne rappelvoll mit Männern. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Gute Idee. Fangen wir im Erdgeschoss an. Da sitzt und schreibt er immer. Na gut. Machen wir es doch direkt. Aus den besten Weinen. Aha, der Brief einer dankbaren Muse. Du liest anderer Leute Briefe? Mein Antlitz so rot und heiß. Ich fiel der reinen Ekstase anheim. Trank ihren Nektar. Mit deinem... Ist das die Laute, die er von den Elfen in Dol Blathana bekommen hat? Ja, er muss in Eile gewesen sein, wenn er sie zurückgelassen hat. Oh ja, das muss er. Den Brief würde ich übrigens auch gerne lesen. Huch, was haben wir denn hier? 10 Fässer trockener Toussaint, 5 Kisten dreifach gebrannter Met aus Sodden. Hier ist nichts. Doch, das hier ist genau das, was wir suchen. Sein Terminkalender. Rittersporn und Planung? Rittersporn und Planung. Köstlich. Außerdem dürften seine Einträge hier einem Spezialsystem folgen. Chaos, das nur er entziffern kann. Meistens. Gib dem Ding eine Chance. Vielleicht ist es nicht so schlimm. Mit diesem hübschen Etablissement hat er auch hübsch viel Verantwortung geerbt. Zum Beispiel Buchhaltung. Außerdem hat er sich angewöhnt, seine Termine zu notieren. Offizielle und private. Wen hat er in letzter Zeit gesehen? Ah, hier. Er hat sich in letzter Zeit nur mit Frauen getroffen. Der Hund. Sultan, bitte. Du willst die Frauen aufsuchen, die Rittersporn in letzter Zeit umgarnt hat? Die dürften mittlerweile recht wütend sein. Hast du eine bessere Idee? Außerdem ist Rittersporn eine Plaudertasche. Bestimmt wissen sie, was er so getrieben hat. Wir sollten sie irgendwie aufteilen. Vielleicht... Ach, scheiß drauf. Ich frag die Mädchen auf meiner Seite, du die auf deiner. In Ordnung? Sultan, warte. Das ist in Reimform. Und das findest du weswegen ungewöhnlich? Na toll. Wir treffen uns hier, wenn wir fertig sind. Tauschen uns aus. Recht hast du. Ich muss noch ein bisschen aufräumen, bevor ich gehe. Ich habe keine Lust, in dieses Chaos zurückzukommen. Und du hast deinen Teil besser gelesen, bevor du abdampfst. Wenn du was brauchst, ich bin nebenan. Lies Rittersporns Terminkalender, na super. Oh, wir haben ein neues Schwert. Joa, nö. So, wo ist er denn? Moment, das ist nicht das. Da? Nein. Wo ist er denn? Wow, ich habe dreimal ein Schwert gegen Hexen. Ist ja auch schön. Wo ist denn das Ding? Nee, das ist das Ding. Na gut. Rosa war Atre. Aha. Molly, Vespula, Marabella, Etila. 4. Na super. Huch. Sprech mit Sultan. Na dann. Noch immer hier? Suchst du was? Ach, ich will nur gucken, ob die Strolche auch nichts mitgenommen haben, um es zu versetzen. Eigentlich ist es gut, dass du noch hier bist. Ich wollte dich nach jemandem fragen.
Oh. Es sind doch 5. Zwar kennt sie gut den Hauch von Samt und Seide, im Liebesrausch verschmäht sie nicht das Stroh der Weide. Molly, Kammerzofe der Baronin Lavalette. Eine Baronin in Reichweite und Rittersporn nimmt die Kammerzofe? Rittersporn beurteilt die Leute doch nicht nach ihrem Stand. Du weißt doch, was er sagt. Im Alkoven sind wir alle gleich. Tja, ein echter Poet beobachtet alle Aspekte des Lebens und untersucht es aus allen Perspektiven. Wüsste ich es nicht besser, würde ich denken, dass er wegen dieser Marabella eifersüchtig ist. Ach, wohl kaum. Ehemalige Schülerin und nach den Geschichten, die er mir erzählt hat. Die will ich bestimmt nicht hören. Nein, willst du nicht. Das Ding zwischen ihnen ist irgendwann seltsam geworden. Was meinst du damit? Er sollte sich verkleiden und sie begann ihn Christian und sich Anastasia zu nennen. Wirklich pervers. Das war nicht mal alles. Sie nannte ihn ihren Hengst. Der Depp war natürlich geschmeichelt, bis sie Kandare und Zügel aus dem Schrank holte. Der arme Kerl ist durchs Fenster geflohen. Ach, schön. Vespula kommt mir bekannt vor. Hat sie nicht mal seine Unterhose aus dem Fenster geworfen? Genau. Hat sie nicht gebrüllt, er sei ein Mistkerl mit der Stimme eines krächzenden Fasans? Genau. Und ihn mit Blumentöpfen beworfen? Alte Liebe rostet wohl nicht. Das ist, glaube ich, auch die Geschichte mit Dudu, oder? Ja, kann sein. Von Adel spricht Rosa nie unverbrämt. Wie die Rose, die sich der Röte schämt. Was schert sie der Anstandsunterricht? Sie schwingt ihren Zwerg, mehr will sie nicht. Zwerg? Für so bescheiden hätte ich ihn nicht gehalten. Rosa Baatre hat ihr Gwihir Zwerg genannt. Guter Name, was? Na schön, aber Vaatre, ist ihr Vater zufällig der nilfgaardische Botschafter? Genau der. Kennst du ihn? Das ist übertrieben. Ich habe im Palast in Vysima kurz mit ihm gesprochen. Na, dann weißt du ja, was für ein Typ er ist. Rittersporn sollte Rosa und ihre Schwester in Rhetorik unterweisen. Aber die kleine Rosa war mehr am Schwertkampf interessiert. Sie hat es gewagt, den großen Barden zugunsten eines gewöhnlichen Schwertmeisters zurückzuweisen? Wohl nicht nur ihn. Erst letzte Woche hieß es, dass wieder ein Lehrer vertrimmt wurde und aufgegeben hat. Angeblich sucht ihr Vater jetzt wieder ein Opfer. Einen Lehrer, meine ich. Ein seltsames Wesen von zwiefacher Art. Gib ordentlich Acht, was sie dir offenbart. Aha. Von dieser scheint er fasziniert zu sein. Nicht ohne Grund. Ich bin zwar nicht an Elfenfrauen interessiert, aber diese ist außergewöhnlich. Selbst Francesca Findabea wäre eifersüchtig. Willst du dich also um sie kümmern? Nee, du kannst sie haben. Warum? Weißt du, Elfenschönheit ist wie ein junger Beauclair-Wein. Und ich bin eher ein Freund des Wodkas. Ah ja. Ups. Zwar kennt sie... Meine Baron. Moment. So. Okay. Nun, ich weiß, was ich wissen wollte. Danke für deine Hilfe. Nun gut. Dann einmal mit allen reden. Oh, Backe, das wird lustig.